Und ein herzliches Willkommen zurück zu Nier Automata mit von Löwer Gameplays als Hobby. Wir sind ja auf die Erde gerade gekommen und klettern hier gerade irgendwie ziemlich ewig lange Leiter hoch, weil ich mir gedacht hatte, wir wollen hier einen Poppes sehen. Nein, eigentlich nicht. weil ich mir gedacht, hier gibt es vielleicht was versteckt und das könnte man haben. Und man kennt mich ja, ich bin immer gern am Gucken und will alles haben. Huch, ich bin so hell. Ganz toll, das hat ja mal gar nichts gebracht, hier hoch zu gehen. Oh, was haben wir denn hier unten? Hier haben wir das, was ich vermutet hatte. Dass man hier einiges sammeln, finden und sammeln kann. Aber die Dinger kann ich ja immer noch nicht öffnen. So, wo geht's denn dann überhaupt wieder raus? Das Kleid hätte ein bisschen länger sein können, oder? Aber gut, das sind halt japanische Spiele, ne? Sehr, wie soll ich sagen, freizügig. Und ich würde gerne nach hinten gucken können. Ah, da geht's lang. Wie kann ich jetzt... Ich will eigentlich... Hä? Scheiße, ich hätte niemals hier auf die Leiter gehen sollen. Ja, schön, jetzt bin ich wieder hier oben und jetzt... Kann ich einfach runterspringen? Können wir das mal speichern? Natürlich nicht. Ja, warum geht's? So. Wie komme ich hier denn jetzt wieder weg? Schön, dass es sie überhaupt Erklärung. Wow, was? Was war das denn jetzt? Aha, okay. Schön, dass es mir das ja jemand mal erklärt, wie das hier funktioniert. Nein, ich mache so einen Body Slam irgendwie irgendwo hin runter. Oha, das scheint ja wohl lange her zu sein, wo die Menschheit kaputt gegangen ist. Guck dir mal die alten Karosserie an. Das ist doch 20er Jahre. 20er, 30er. Und hier liegt überall Kram rum.
Kann man irgendwie rennen? Nee, Bernstein. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt R drücke, läuft sie freihändig. Brauche ich nur einen linken. Da hinten ist ein Hirsch oder sowas. Ah, guck mal an. Da haben wir so... Da haben wir so ein paar Bots. Yosok. Togai-Chitai-no-teki-nyoru-tsu-shin-bou-gai.情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう？ Karteninformation freigeschaltet, okay. Schnell speichern. Bunker より マップデータを入手、システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、2Bは。 Ist das hier Open World oder was ist das hier eigentlich? Wo kann ich hier überall hin? Schon wieder fast tot. Ich habe gerade gemerkt, er war Stufe 9, ich bin auf 5. Sollten wir lieber nicht hier lang gehen. Und wie heile ich mich jetzt? Also, Gegenstände habe ich jetzt erstmal keine. Materialien habe ich. Ich blicke hier wirklich gar nicht durch. Ich will mich doch nur heilen. Ich habe eine große Erholung. Wo habe ich denn die jetzt her gehabt? Die hatte ich wohl irgendwo gefunden gehabt. Tiere. Eisenerz erhalten. Hi. Aua! Die greifen mich an. Hm. Okay, da kann man nicht lang.
Ja, so sieht es natürlich heftig aus, ne? Da haben wir noch so ein paar Blechhüte. Komm her, ihr Mülleimer. Angeln herbeirufen. Enter werfen, einholen. Und was bringt mir das? Hokuk. Spai. Bitte was? Also ich verstehe das Spiel immer noch nicht so ganz. Ich weiß, hinter mir ist ein Feind. Gibt es super Sachen zusammen. Wieso kann man überall hier überall hin? Überhaupt hier überall hin? So, nicht überall überall hin. Okay, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Ziel. Das geht ja wohl bis zur Unendlichkeit und auch viel weiter. Oh, meine Freundin hat geschrieben, da gucken wir doch mal, was sie geschrieben hat. Da muss ich wohl hoch. Ach, wir sind da. Guck an Menschen. Oder sind es auch Roboter? Widerstandslager. Koko ga Resistance Camp ka. Mazu Leader ni Jōhō o kiite mimashou yo. Okay, wo ist denn ihr Anführer? Hier haben wir einen Shop. お前たちは。ニゴ。俺、トゥービーのことを知ってるんですか?いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから、好きに聞いてくれ。 Ich will sie nichts fragen. Einfach nur wissen, was ich machen soll. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Welche Art von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan ein ziemlich trauriger Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktioniert, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Willkommen in
willkommen, ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand? Als 9S. Korrekt, jeder Artikel hier wurde von Hand hergestellt aus herumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann zum Geschäft, was kann ich euch zeigen? Gib mir mal ein bisschen Erholung. Was ist ein Beutel? Ein Beutel mit einem Duft, den Tiere lieben. Sie werden nicht davonlaufen. Ein Tier geben, um es zu reiten. Okay. Ich habe ehrlich... Verkaufst du Plug-in-Chips? Und meinst du diese kleinen Dinge, die deinem Körper als Power-Up dienen? Leider nicht. Ich würde gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber zu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Also wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann gehen wir sicherlich ins Geschäft, aber bis dahin... Sag mal, ich habe da eine Idee. Was wäre, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein, seht ihr? Damit komme ich nicht wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin kannst du mit Nachschub und Ersatzteilen. Wenn das so einfach wäre. Leider sind alle unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschine aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könnt ihr bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? In Ordnung. 8000 Dank. Okay, also ich brauche eine defekte Feder, ein kleines Seilrad und einen defekten Schaltkreis. So, das bekommst du vom Feind an den großen Lichtung zu linken, wenn du das Lager verlässt. Nebenaufgabenfortschrift. Deine Nebenaufgabe wurde aktualisiert. Deinen Fortschritt bei den Nebenaufgaben kannst du dir im Aufgabentyp des Systemmenüs ansehen. Kerle, bin ich müde. So, was haben wir denn noch so? Kann ich speichern. Das trifft sich gut, denn ich bin fast fertig mit der Folge. Okay, das geht noch nicht. Da haben wir noch jemanden zum Reden. Ach, guck an, ein Spielentwickler. Ah, gehörst du zur Jura-Einheit? Hm, was ich auf den Kopf trage? Das ist eine auf meinen Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt abploppt. Nicht. Haha. Und was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Leider Emotion Sickness, okay. Das Spiel ist so schwer, hab keine Sorge. Okay. Gegenstände werden nicht übertragen. Plug-in-Chips müssen nach dem Tod aus dem früheren Körper geborgen werden. Stirbt man erneut vor dem einsamen Gehirn alle Plug-in-Chips verlaufen, also Vorsicht. Kurzum, du solltest so schnell wie möglich zu deinem früheren Körper zurückkehren. Und was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Okay. Wenn du dich bewegst, sollte unten rechts eine Minikarte angezeigt werden. Darin bewegt... Ja, okay, das wissen wir schon.
Aha, solche Systemfragen sollst du drüber im Wartungsshop stellen. Heute fährst du unter anderem einiges zur Ausrüstung der Körper und auch zur Anpassung vom Protz. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels kann jederzeit im System wie verändert werden. Jeder Schwierigkeitsgrad ändert sich das Spielerlebnis. Probier es einfach mal aus. Auf Leisten liegt der Schwächer und Autochips sind dafür verfügbar. Mit Q werden automatische Angriffe und automatisches Ausweichen aktiviert. Auf Normal ist alles normal. Auf Schwer werden die Gegner stärker und die Zielfassung kann nicht verwendet werden. Auf sehr schwer ist nicht nur die Zielfassung deaktiviert, sondern die Gegner besitzen auch eine unglaublich hohe Angriffskraft. Niemand bei klarem Verstand meidet diese Schwierigkeit, nur todsmutige Draufgänger würden das wählen. Und hey, nur mal so unter uns, wenn du unter Info-Tutorials willst, erfährst du vielleicht ein paar Dinge, die du noch nicht wusstest. Du kannst ja mal reinschauen, wenn du dich zu Tode langweilst. Das war ein lustiger Plausch, komm mal wieder vorbei. Okay. Interessant alles zu wissen. Die Aufnahmezeit ist leider vorbei. Wir gehen jetzt mal speichern. Und somit sage ich, das war es jetzt erstmal mit der Aufnahmesession von Nier Automata. Bis jetzt ist irgendwie nichts. Also der Anfang war natürlich heftig, da ist ja groß was passiert. Aber seitdem ist natürlich jetzt nicht viel passiert. Viel Erklärung, viel erstmal rumgucken und ausprobieren, wie das mit der Leiter zum Beispiel. Wie ich dann den Bauchplatscher nach unten gemacht habe in den Kellerraum. Also, keine Ahnung. ja, wir sind noch sehr am Anfang. Also, wir müssen erstmal reinkommen ins Spiel. Dann wird es, denke ich mal, besser auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei und ihr dürft mir gerne Daumen nach oben geben. Und ihr dürft mich auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Und ja, oder bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir und bleibt mir treu. Auf Wiedersehen. Das war Nier Automata mit von Nöa Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.